Auf mehrfachen Wunsch hin werde ich die unterschiedlichsten Pistolenarmbrüste vorstellen, die Unterschiede beim Abzug, beim Sicherungsmechanismus und auch bei der Power zeigen. Und wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Die Kundenanfrage, die mich erreicht hat, da ging es darum, was ist der Unterschied zwischen einer Alligator, einer Redback und einer Cobra-Armbrust, und das wollen wir uns in dem Video anschauen. Ich habe dann noch ein paar andere Pistolenarmbrüste auch mitgebracht, aber alles der Reihe nach. Meiner persönlichen Meinung nach, ja, ich komme gleich auf den Punkt, ist die Alligator mit dem Schaft, den die da hinten hat, einfach, wenn es nicht um Größe jetzt geht, ja, wenn du jetzt nicht so was Kompaktes haben willst, meiner Meinung nach die beste Wahl. Warum? Du kannst durch den Anschlagschaft schön, ja, eben in Anschlag gehen, sonst würde er nicht so heißen. Du hast eine schönere Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit zu spannen, eben über diesen Griff hier. Du kannst auch, wenn du jetzt zum Beispiel einen Pfeilköcher mit dabei hast, wenn dich das interessiert, schau in meinen Shop vorbei. Du kannst jetzt zum Beispiel eine solche Spannmethode einsetzen, gibst dann den Pfeil hinein und schießt dann ab. Also das sind alles so Dinge, die meiner Meinung nach die Alligator, das ist nur meine Meinung, also mir taugt die total. Liegt extrem gut in der Hand, aber das ist natürlich Ansichtssache, denn es ist nicht die stärkste Armbrust von den dreien, sondern die in der Mitte, aber dazu komme ich dann auch noch gleich. So, jetzt zum Beispiel zum Entspannen. Bitte, man muss bei Armbrüsten immer aufpassen. Also das sind jetzt Pistolenarmbrüste mit relativ wenig Zugkraft, wobei das trotz alledem, und da kommen auch immer wieder die Fragen, ist denn nur Spielzeug? Passt gut auf, das Spielzeug ist tödlich. So, nur zu dieser Sache, es möchte einfach klarstellen. Bitte, das Spielzeug ist tödlich und man kann zwar nicht auf 100 Meter genau treffen, das ist nicht die Idee dahinter, sondern auf kurze Distanz, also bitte aufpassen. Aber da kann man jetzt zum Beispiel auf diese Art und Weise entspannen, und du hast jetzt gesehen, ich habe nichts anderes gemacht als hier hinten, da ist eben so eine Kante. In diese Kante wird reingespannt. Ja, da liegt jetzt die Sehne auf einer Kante, mechanisch auf. Die kann da in Wahrheit nicht aus und wird dann durch den Abzug, den ich aber jetzt nicht betätige, nach oben geschoben, und dann, ja, dann schießt sozusagen die Armbrust los. Ja, wichtig, dass wir keine Leerschüsse machen. Das besprechen wir auch, habe ich auch immer wieder gesagt. Das will ich hier auch noch einmal wiederholen. Und die Sache ist erledigt. Und da kommt jetzt sozusagen die Redback ins Spiel. Die Redback Pistolenarmbrust. Ich habe jetzt hier eine grüne Ausführung, gibt es aber auch in schwarz. Das ist jetzt nicht, dass du glaubst, die ist immer so giftgrün. Bei der ist das etwas anders. Wenn du dir hier diese Abzugseinheit anschaust, die ist anders gesichert. Ich weiß jetzt nicht, wie dieses Schloss heißt. Das ist mir auch vollkommen wurscht. Wenn du es weißt, schreib unten einen Kommentar, wie das hier heißt. Ist das eine Kante und das hier ist ein Spezialschloss? Dann bitte das sehr, sehr gern. Mir ist das egal, aber es ist einfach anders. Das heißt, die Sehne ist dann hier hinten eingespannt und wird durch die Betätigung da siehst du dieses schwarze Teil da, gell? Da liegt dann die Sehne auf und durch die Betätigung des Abzugs geht das nach unten und die Sehne wird nicht über eine Kante gehoben, sondern fliegt sozusagen direkt auf den Bolzen rauf und der fliegt ins Ziel, wenn du gut gezielt hast. Das bedeutet, dass hier der Abzug besser ist, dass hier das Abzugsverhalten besser ist. Und da muss ich dazu sagen, das stimmt für mich, das ist jetzt nur meine Meinung und ich schieße manchmal ein bisschen, ja, auf kurze Distanz macht das keinen Unterschied. Also das ist dann da, also wenn das es ausmacht, ob du triffst oder nicht, dann liegt es meistens am Schützen. Also das ist auf diese Distanz kein Thema. Wenn wir natürlich weiterschießen, dann spielt der Abzug, und kleine Ziele treffen wollen, spielt der Abzug dann natürlich auch immer mehr Rolle und natürlich auch das dazugehörige, dazugehörige technische Lösung. Also wie gesagt, schnelles, dynamisches Schießen auf kurze Distanz reicht dieser Kantenheber sozusagen komplett aus. Wenn man weiter schießen will, präziser schießen will, wo die Armbrust aber dann eigentlich dann auch schon langsam nicht mehr mit kann, spielt es meiner Meinung nach keine Rolle. Aber sei es drum. Diese Redback-Pistolenarmbrust ist deutlich schwerer. Also auch das Spannen. So, abknicken, so. Du hast ja vorher gesehen, das spielt bei dir nicht. Die haben beide 90 Pfund, aber es sind nicht nur die Pfund, die da draufstehen, die Lips, ja, die LBS, sondern da ist sehr viel mehr dahinter. Auszugslänge, wie breit ist dieser Bogen, etc. pp. Das ist gar nicht der Punkt. Das hier ist einfach viel härter. Also meine Frau kann das zum Beispiel nicht spannen. Die Alligator, die liebt sie, weil die kann sie aufspannen und schießen. Und genau ist der Punkt. Brauche ich diese Power? Schau, jetzt willst du zum Spaß auf kurze Distanzen schießen, ja, und willst dort gut treffen. Und es gibt unterschiedlichste Pfeile, zeige ich da auch. Es gibt Broadheads, es gibt Bodkins, es gibt die Plastikpfeile und das Ganze ist alles okay. Wieder umfangreiches Video, also ist so. Punkt ist alles schön, ist alles gut,
Aber brauche ich diese Energie? Brauche ich die volle Power auf 10 Meter? Brauche ich die volle Power auf 3 Meter? Brauche ich die? Oder reicht das auch? Denn es wird auch gefährlich mit der Power. Wenn ich auf kurze Distanz mit einer Armbrust schieße, die 250 Pfund hat oder 200 Pfund hat, ja, und mit einer Pfeilgeschwindigkeit von 400 Feet per Second solchen Pfeilen auf 3 Meter, könnte ich mich selbst auch verletzen. Also es ist kein Spaß mehr. Auf kurze Distanz im Garten oder Indoor im Haus reichen die Teile absolut aus. Also bitte, also dieses ewige, es muss fetter und größer sein, kommt darauf an, was man tun will. Also das ist schon einmal der eine Unterschied. Dadurch hat sie aber auch tatsächlich mehr Power. Vom Design her, das muss da einfach gefallen. Da gibt es relativ wenig Unterschied. Eine Sache möchte ich gleich einmal anbringen. Das ist auch billigste Eigenwerbung, so wie immer. Dieses Griffteil hier, das kriegst du bei mir im Shop und das ist auch bei der bei dieser Horizon Redback wichtig. Die geben dir nämlich sowas hier mit und das ist ein Schaß mit Quasteln. Das ist wirklich ein Schaß zum Spannen und zum Halten. Das kann man auch in die andere Richtung stehen lassen. Es ist einfach ein Schaß. Wenn du das hier hast, montierst du das drauf und dann kannst du auch besser spannen aus dem Anschlag. Übrigens habe ich das auch bei der Alligator drauf montiert. Das ist da standardmäßig auch nicht dabei. Da ist auch so ein unnötiger Wumpf drauf. Besorg dir das. Das macht deine Armbrust einfach viel, viel spaßiger. Kann ich da gleich dazu sagen. So, wie dem auch sei. Das ist der Punkt. Und die Sicherung ist auch eine andere. Wenn ich jetzt aufgespannt habe, ist hier dann eine Sicherung, die ich nach vor drücke und dann schießen kann. Bei unserer Alligator, ja, ist die Sicherung an der Stelle hier angebracht. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt. Bei der Sicherung hier, das ist wirklich gesichert unter Anführungszeichen, außer es bricht etwas und passiert etwas und die Einheit, das Schloss hat ein Problem. Das ist klar, das ist ein technischer Fehler. Aber eigentlich ist die dann gesichert. Da kann wenig passieren. Bei dieser hier und dann auch bei der Cobra Armbrust, bei diesen Systemen hier, ist das nicht der Fall. Das bedeutet, du hast hier ja diese Kante und da wird die Sehne eingespannt. Und jetzt passiert etwas. Zum Beispiel, du hast das jetzt und ich werde jetzt einen Leerschuss machen und ich möchte dir sagen, dass du keinen Leerschuss machen sollst. Nur was ich mache, heißt nicht, dass das du machen sollst. Und wenn deine Bogenkappen, deine Sehne und all das Teil kaputt ist, ist es deine Verantwortung. Aber was jetzt passieren kann, ist Folgendes. Von unten schlägt irgendwas auf die Sehne drauf, hast du gesehen? Und die Sehne fährt ab. Jetzt hast du übrigens einen Leerschuss gemacht und nach einem Leerschuss prüft man immer die Bogenkappe. Eigentlich müsste man die jetzt sogar auswechseln. Eigentlich müsste ich jetzt hergehen und die Sehne runternehmen und alles wieder neu aufspannen und die Bogenkappen wechseln. Klar, weil diese Energie, die muss ja irgendwo hin. Und umso stärker die Wurfarme sind und umso stärker diese Energie, die da jetzt rausgeht, ist, ja, umso weiter der Bogen ausgezogen ist, umso mehr an Power muss auch irgendwo hin. Und da ich nicht will, dass der Bogen der Wurfarm bricht, ist es mir ja lieber, wenn die Kappe bricht und daher immer dann kontrollieren. Das kann hier bei dieser Alligator und bei der Cobra, ja, passieren. Ja, das ist genau dasselbe Prinzip. Das ist halt nur eine Armbrust in einem anderen Segment. Da ist hier eben, oh, das ist auch zum Spannen, das kann man aber auch leicht machen, wie du siehst. Und auch da ist es so. Ja? Kann einfach abziehen und kann reißen. Bei diesen Cobra-Armbrüsten, da gibt es ja unterschiedliche. Wir haben die zum Beispiel im Shop in Braun, da ist jetzt mit Schwarz und Gold, aber es ist alles dasselbe Prinzip, dasselbe System. Da ist es so, dass hier unten auch keine Picatinny-Schiene aufgebracht ist. Das bedeutet, ich kann hier gar nicht diesen Pfrumpf aufbringen oder andere Ausrüstungsgegenstände wie Lampen, Laser oder andere Pfeilköcher oder solche Dinge. Das geht da alles nicht. Man kann auch sehr schwierig, meiner Meinung nach, ohne jetzt Spezialadapter wieder zu haben, Leuchtpunktvisiere oder andere Dinge draufbringen. Und das ist halt der große Vorteil, meiner Meinung nach, auch von der Mancun. Das geht hier bei der Redback auch, da braucht man aber einen Adapter dazu. Und es gibt auch eine Version, wo ein Leuchtbuch dabei ist, aber das ist ein Schaß eigentlich, aber soll es so sein. Das ist der coole Vorteil von dieser Alligator-Armbrust. Oben beim Mitklicken habe ich das einmal herzeigt, was man da montieren kann. Ich kann hier über diese Picatinny-Schiene wirklich alles montieren und daher ist das meine Wahl. Übrigens, die gibt es auch in einer Kurzversion, das heißt ohne den langen Schaft. Du kannst auch den Schaft hier abmontieren, dann hast du auch eine Pistolenarmbrust. Aber ich persönlich halte mir taugt die einfach viel mehr, weil eben dieses dynamische Schießen, damit einfacher ist, das Spannen, damit einfacher ist, du einen Anschlagschaft hast, aber das soll so sein. Das heißt, das sind so die Unterschiede, was Sicherheit unter Anführungszeichen oder die Sicherung betrifft, was das Abzugsverhalten betrifft und natürlich was die Power betrifft.
So, und bevor wir jetzt ein bisschen herumschießen, mag ich noch etwas herzeigen. Es gibt natürlich auch Pistolenarmbrüste mit Magazinen drauf, wie zum Beispiel die Steamboat Stinger. Ich habe hier die Tactical-Ausführung, die gibt es auch in Compact-Ausführung. Das heißt, das ist das Pendant zu dieser Alligator mit dem Schaft eben dazu. Und dann gibt es eben die Compact-Version bei der Stinger. Das kriegst du natürlich alles bei uns im Shop, das ist ganz klar. Die wäre dann das Pendant zu dieser Pistolenarmbrust. Dann gibt es die Edda, die hat normalerweise hier auch einen Schaft. Ich habe den jetzt abmontiert, es geht auch ohne. Das Ding hat halt schon mehr Wumms. Das ist schon für größere Distanzen gedacht. Das ist schon eine andere Liga und ist aber auch größer und schwerer und mächtiger. Das muss uns natürlich auch bewusst sein. Das ist die Edda, aber es geht auch noch in diesen Pistolenarmbrustcharakter hinein, aber ist schon an der Grenze. Aber das Ding hat halt 130 Pfund und dementsprechend Energie im Ziel, aber halt auch auf weitere Distanzen. Aber das musst du wissen. Für Indoor-Schießen würde ich zum Beispiel die Edda nicht verwenden. Man, natürlich kann man das tun, ja? Aber würde ich nicht tun. Indoor-Schießen machen mit den anderen, die ich da gezeigt habe. Und dann gibt es natürlich auch, und das ist jetzt keine Magazinarmbrust, aber es gibt auch Pistolenarmbrustmäßig, jetzt zum Beispiel noch das hier mit einem Compound, das ist die Supersonic, ja, FMA Expo, die über dieses Teil hier aufgezogen wird, hat auch vieles an Power, hat eigene Pfeile, zu den Pfeilen kommen wir dann jetzt auch noch nachher, das auch, gehört auch in die Kategorie der Pistolenarmbrüste rein. Ist aber teurer, deutlich teurer und das ist halt der Preisunterschied. Während ich bei den erst drei gezeigt habe, nämlich die Alligator, die Redback und die Cobra, in einem moderaten Preissegment bin, bin ich hier schon, also da bin ich nur zweistellig bei denen und da bin ich aber schon deutlich dreistellig. Dadurch habe ich aber auch mehr an Power, mehr an Pfeilgeschwindigkeit. Das ist so ganz einfach der Punkt. Das muss man einfach für sich selbst entscheiden. Die will ich hier jetzt an der Stelle gar nicht präsentieren, sondern es ging nur um zu zeigen, was es da sonst noch gibt. Aber jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren drei Pistolenarmbrüsten. Und zwar zu den Pfeilen. Wir werden jetzt dann nachher schießen. Also standardmäßig sind ja meistens solche Kunststoffpfeile mit dabei, die man so hin und her biegen kann. Bitte, man kann eh damit schießen, aber du wirst keine Freude damit haben. Es ist extrem leicht. Du kannst nur ganz kurze Distanz schießen. Hier hinten brechen dann meistens diese Teile aus. Also ich persönlich halte von diesen Kunststoffpfeilen nichts. Nicht mit diesen Armbrüsten. Das geht gerade noch. Aber wenn du mit der Redback damit schießt, das geht. Aber es macht einfach keinen Spaß. Daher gehen wir in eine andere Richtung. Entweder gehen wir dann sogar in die Carbon-Pfeilebene. Das mache ich hier an der Stelle nicht. Wenn du das willst, schreib mal einen Kommentar. Und gib natürlich einen Daumen nach oben dem Video. Weil dann kann ich auch einmal die ganzen Pfeile, die es so gibt, herzeigen. Aber geh in Aluminium, auf jeden Fall einmal mindestens. Das sind hier jetzt die goldenen Pfeile von EK zum Beispiel. Die gehen mit all den drei Pistolenarmbrüsten, die ich da gezeigt habe, ohne weiteres. Sind günstig, sind gut. Da ist Eckerl jetzt abgefallen von den Wains. Das ist aber egal. Aber in Wahrheit spielt das keine Rolle, aber dazu kommen wir dann auch noch. Die sind absolut in Ordnung, die sind solide. Aber die sind relativ leicht. Wenn du etwas Schwereres haben willst, kannst du jetzt zum Beispiel auf die Botkins greifen, hier jetzt von der Firma Steamboat, das sind Steamboat Botkins, da siehst du, da merkst du auch, dass das Material wertiger verarbeitet ist, die Wains sind besser, deutlich mehr Gewicht, ja, mit allen drei Pistolenarmbrüsten, die ich gezeigt habe, schießbar, werden wir dann nachher auch machen, das ist alles gut, aber durch das mehr an Gewicht haben die natürlich auch dringen die viel tiefer, weil sie mehr Energie im Ziel haben, in die Zielscheibe ein. Das heißt, das musst du auch bewusst sein, dass wenn du jetzt nur zum Spaß auf kurze Distanzen schießt, du natürlich mit diesen Pfeilen hier, die ja eigentlich Einsatzpfeile sind, Botkins Kriegspfeile, du einfach deine Zielscheibe mehr ramponierst, weil einfach viel mehr Energie ist und natürlich die dringen viel, viel tiefer ein. Und das bedeutet auch, dass die Wains mit der Zeit in Mitleidenschaft gezogen werden, aber weil sie eben hochwertiger sind, und das kann ich wirklich so sagen, halten sie etwas länger, etwas länger. Etwas länger. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Jagdpfeile. Ich habe jetzt auch Steamboat jetzt hierher genommen. Auch da merkt man die Wertigkeit. Und auch die sind natürlich alle mit den drei Armbrüsten verschießbar. Also lange Rede, kurzer Sinn. Umso schwerer die Bolzen, umso mehr Energie natürlich auch klarerweise. Aber auch umso höhere Zuggewichte und Kraft des Bogens hält das Ganze aus. Und umso leichter das wird. Also Aluminium, die einfachen Aluminiumpfeile, die ich jetzt vorher gezeigt habe, die goldenen, gehen auch alle. Wenn man dann ins Bogentuning geht, dass man jetzt zum Beispiel zwei Bögen einspannt oder sowas, kann ich auch alles einmal zeigen, wenn das gewünscht ist. Geht das dann einfach nicht mehr. Da machen wir den Bogen kaputt oder die Bogenkappen kaputt und die Sehne kaputt. Und die Kunststoffpfeile vergiss sie wirklich. Ja, das Ziel haben wir hier hinten, hier im Buschkraftareal auf Waldhöllabatee. Ja, da hat es wieder geschneit, jetzt Sonne dazu. Ich kann es dir nur sagen, das ist fürchterlich. Fürchterlich schön. Jetzt schießen wir zuerst einmal mit der Alligator den ersten goldenen Pfeil. Ich schaue, dass ich schön in die Mitte reintreffe. Nein! Habe ich nicht.
links außen und dann gehen wir gleich einmal hin. Also ich habe jetzt hier zwei Steamboat-Platten aufgelegt, Pfeilfangmatten für die Stinger Steamboat, die Magazinarmbrust. Das war jetzt der erste Bolzen. Ich habe da hier ziehen und da hier getroffen. Ja. Auf jeden Fall ist hier eingedrungen, steckt gut in der Matte drin. Auch die Wains sind mit drinnen, mit dabei. Also das war jetzt mal fürs Erste, damit wir gleich einmal sehen, die Alligator. Nehmen wir die Redback Pistolenarmbrust. Ja. Alles goldene Pfeile. Ich muss die übers Knie aufspannen, anders kriege ich das gar nicht hin. Wie gesagt, anderes Abzugsverhalten, anderer Mechanismus, auch ein goldener Pfeil, den ich hier jetzt einlege, schön vorsichtig bis ganz nach hinten. Dann, wie gesagt, habe hier dieses Sicherungselement und dann Redback, zeig uns, was du kannst. Da habe ich jetzt besser getroffen. Und du siehst, das mit den Wains, das wird übertrieben. Wenn du natürlich ein Magazinarmbrust hast, sind diese Wains ganz wichtig, damit, damit das Ganze auch hinausflutschen kann. Also das ist klar. Aber ich kann auch ohne Wain mit einer Einzelschussarmbrust schießen. Das spielt auf die Distanz überhaupt keine Rolle. Die ist nicht ganz so weit eingedrungen. Ja, die Scheibe ist sehr neu. Die ist jetzt unbeschossen. Fast unbeschossen. Ja? Auf jeden Fall, die dringt auch tief ein, also ich sehe da jetzt wenig Unterschied, auf die Distanz kann man da wenig sagen, aber das passt gut. Die Mancun ist sogar noch ein bisschen weiter eingedrungen, aber das ist Pipifax, das spielt keine Rolle in Wahrheit. Ja, und dann den letzten Pfeil mit dem Cobra-Armbrustsystem. Wie gesagt, gibt es in unterschiedlichen Farben, in Schwarz, in Braun, in Gold, unterschiedlichster Punkt, aber es ist immer alles dasselbe Prinzip. Hier jetzt auch dieser Kante. Mit dem Schiebemechanismus hier kann ich sozusagen den Abzug blockieren. Das zieht man jetzt nach vor und das funktioniert auch alles ganz gut. So, schauen wir. Und du hast auch gehört, der Sound ist ganz einfach ein anderer. Allein bei, also die Mancun, und, also Mancun, die Alligator und die Redback, das zieht einfach. Und ja, die Cobra geht auch, das ist alles super, du wirst es gleich sehen. Aber ist halt ja, und da siehst du halt schon einen Unterschied. Also das ist deutlich weniger tief eingedrungen. Also ich möchte von dem Bolzen trotzdem nicht getroffen werden. Ja, bewahre mich. Ja. Das Schicksal oder Gott oder wer auch immer soll mich davor bewahren, jemals da mich selbst zu treffen oder getroffen zu werden. Das ist kein Spaß. Aber natürlich, die Mancun, ich sage immer Mancun, das ist die Alligator. Es ist ein Hersteller davon. Es gibt aber viele Hersteller. Aber diese Alligator bringt im Endeffekt wie die Redback ein. Das ist kein Unterschied in Wahrheit. Und da sieht man halt, ist halt etwas leichter. Und das meine ich auch damit. Ne? Wenn du jetzt mit voller Power jetzt reinschießt und da durch diese zwei Pfeilfangmatten, die ich da aufgebaut habe, durchschießt mit deiner Armbrust, weil es so fett ist, und du im Garten oder Indoor schießt, was da los ist. Der Pfeil kann abprallen, das ist fürchterlich. Daher, die sind absolut ausreichend für solche Distanzen und machen richtig Spaß. Ja, das war jetzt das kurze Video und ich wollte einfach diese drei klassischen Pistolenarmbrüste vorstellen. Wenn ich auch die anderen noch einmal in Vergleich bringen soll, wenn du nur ein Video willst, wenn du Fragen hast, stell sie uns gern an shop@überlebenskunst.at und beantworte ich das gerne als Video. Kann ich auch all die anderen Armbrüste, die ich vorher gezeigt habe, auch mitbringen. Das hier ist ein cooles Einsteigerteil. Ich mag dieses Cobra-System, das ist super. Kann man gern tun. Ich habe da überhaupt keinen Stress damit, ich will dir das nicht ausreden. Mein Fall ist es schon, aber und jetzt kommt's, wenn ich von den drei eine auswählen müsste, hast du eh schon gemerkt, ich würde die Alligator nehmen. Und wenn ich eine zweite aussuchen dürfte, würde ich die Redback nehmen. Weil du mehr Möglichkeiten hast, Zubehör über diese Picatinny-Schienen anzubringen. Und ich sag's noch einmal, dieser Griff hier unten, der macht das gesamte Leben auch bei der Alligator, und bei der Redback. Ich bin ein bisschen verwirrt heute, die Sonne macht mich ganz wuschig. Das macht die Armbrust einfach viel führiger. Du kannst es besser halten, du magst da beim Spannen, ist es schöner, beim Halten, beim Zielen. Jetzt kriege ich immer wieder Kommentare rein, du bist ja so ein Idiot. Ich meine, ja, das stimmt, ja, danke schön. Da hast du natürlich vollkommen recht. Du schießt die Redback-Pistolenarmbrust auch so. Ja, ich glaube, es gibt sogar ein Video, wo ich diesen Griff, den es natürlich auch bei uns im Shop gibt, ja, sogar montiert habe und mir das Teil so herleg an die Wange und da so abziehe. Natürlich, umso weiter ich weggehe, habe ich natürlich eine bessere Ziellinie. Trotzdem, ich bin halt ein Schasaug. Vielleicht, also das ist gut österreichisch und bedeutet so viel wie, vielleicht sehe ich nicht so gut. Ja? Und vielleicht
sehe ich, wenn ich das näher habe, deswegen auch das Schaft gut, vielleicht sehe ich dann das Ganze einfach besser. Könnte es daran liegen, also ja, ich bin ein Idiot, gebe ich zu, aber ich habe auch meinen Grund dafür. Nein, also man kann diese Pistolenarmbrust als Pistole verwenden, wenn man das so mag, oder eben auch in den Anschlag bringen. Aber eine Sache vielleicht noch, ich kann auch mit der einhändig schießen, wenn ich das unbedingt wollte. Und wie gesagt, man kann das hier abmontieren. Wurscht. Unterschiedliche Pfeile kann man schießen. Vergiss bitte diese komischen Plastikpfeile. Natürlich geht das und die sind auch standardmäßig im Lieferumfang meistens mit dabei. Das ist aber alles ein Schaß mit Quasteln. Da wirst du keine lange Freude daran haben, weil wenn du das jetzt schießt, ja, wird die mit der Zeit kaputt werden. Die Sehne und auch die Wurfarme sind eigentlich für dieses leichte Gewicht nicht ausgelegt. Das ist auf Dauer einfach hier. Die Bogenkappen brechen, kein Problem, also du kannst die gerne bei uns kaufen, das ist überhaupt kein Problem, du kannst auch eine komplette neue Armbrust kaufen, du kannst einen ganzen Shop leer kaufen, aber ich meine es da gut, bitte aufpassen, ja? Das war's jetzt. Link zu all den Produkten, boom, findest du hier unten im Beschreibungstext, würde mich freuen, wenn du vorbeischaust, schau ganz einfach, ob es irgendetwas gibt, was du wissen willst, dann schick uns gerne eine E-Mail an shop@überlebenszunst.at und vielleicht gibt es auch ein Video für dich ganz extra. Ich werde jetzt hier die wunderbare Sonne genießen im wunderbaren Buschkraftareal auf Waldhüllerpartee, wo es übrigens auch Bogen und Plätze gibt zum Schießen. Ja, das war's, bis dann, ciao, ciao.